Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Beim letzten Mal waren wir bei Wendrick stehen geblieben, beziehungsweise ich hatte Wendrick gefunden und die Leute im Chat haben gesagt, ich müsste den öfter angreifen und das werde ich jetzt überprüfen gehen. Ich renne jetzt nochmal zu Wendrick hin. Ist irgendwas kaputt bei mir? Nee, okay. Ich werde jetzt nochmal zu Wendrick gehen und das überprüfen. Kann ich mir nicht fast nicht vorstellen. Musst ihn halt sehr oft hitten. Ich glaube euch immer noch nicht. Ey, hier sind ja auch Blutflecken, also es macht schon Sinn, dass der irgendwann Aggro kriegt. Alles klar, Marali, bis später. Verarscht mich doch. Aha! Alter, ist der stark. Wendrick. Siehst du? Man kann den nicht besiegen, ne? Ich habe gerade irgendwie nur 4 abgezogen. Man kann den nicht besiegen, richtig?
Aber man kann ihn nicht besiegen, oder? Klar kann man. Aber ich habe dem gerade gar keinen Schaden gemacht. Gibt einen Trick. Der ist übel stark. So, mit deinem Setup kann man. Ich zieh 4 ab! Guckt euch das mal an! Da bin ich ja übermorgen noch dran. Nee. Also da gibt's, es gibt bestimmt auf YouTube irgendwelche Verrückten, die das gemacht haben, oder? Safe gibt es ja irgendwelche crazy Leute, die das gemacht haben. Und ich bin so ein crazy Typ, ich sage es euch. Ich zähle das mal als Tod hinzu. Okay, das war ja ein super Spaß wieder. Also ihr beide, ihr verballert so viel Zeit hier, ist ja unglaublich. Ich bin total gespannt, wo es jetzt hingeht. Tatsächlich. Da ist ein Item. Haben will, haben will, haben will. Haben will, haben will, haben will. Also Wendrick haben wir gefunden. Soweit, so gut. Was ist denn jetzt eigentlich noch das Ziel? Muss ich nochmal zur Königin vielleicht? Ach, schon wieder eine fucking Invasion. Als Latil aus Myra.
Aslatiel aus Myrra, du kannst ja gar nichts. Ein Trick ihn zu besiegen. Wenn du ein Gebiet genauer geschaut hättest, dann hättest du das erste Item dafür. Okay. Auf jeden Fall spannend. Aber wenn das gleich nicht aufgeht, weiß ich auch nicht. Also es ist doch scheiße, wieso... komm, scheiß drauf. Nehmen wir an, das war mal ein Drache. Also ich muss tatsächlich Wendrick besiegen, was ist das denn? Alter, dein Schwert. Das ist mal ein Schwert, sag ich dir. Was macht der denn? Idiot. Ritual des... Oh. Zauberflamme. Wendrick hier, Wendrick da. Ah, dachte ich mir schon. Ein Leuchtkäfer. Statuen in den Händen, kann mich nicht erinnern. Duftzweig benutzen, ja oder nein? Ist hier was Gutes hinter? Guck mal, da oben ist so ein Viech. So ein Augenviech. Die Gift gespuckt haben. Ihhh, echt? Nee, lass mal. Okay. Ja, sonst kommst du nicht weiter. Hä, hey, unten ist doch noch eine Tür. Unten ist auch noch eine Tür. Wo ich lang kann. Ich glaube, hier war das. Ne, War da eben eine Tür? Hallo? By the very gods.
You've really done it. You'll never escape him. Mondhut, die Astrolo. Oh, schwarzer Hexengewand. Oh, da gehe ich steil. Blitzabwehr. Vielleicht wichtig. Kaufe ich mal. Blitz. Störungsgroßfall. Feuergroßfall. Kann ich Großfall überhaupt benutzen? Man weiß es nicht. Drachenhammer, Trotzwasser. Asketenleuchtfeuer. 10 Stück! Not bad. Wieso sagt denn Skoppel, nee, lass mal, verstehe ich nicht. Will der nicht flachsen oder was? Als ob er auf mich fällt. Bist du kein Böser? Doch, bist du. Drachen-Akolytenmaske, ui. Kann die was Cooles? Okay, nicht wirklich. Bist du Freund oder bist du ein Feind? Du bist ein Feind. Ein Feind mit sehr viel Leben. Diese fetten Viecher geben irgendwie immer irgendwie ganz schön wenig Seelen. Asketenleuchtfeuer. Das müssen wir eigentlich auch mal benutzen irgendwo, oder nicht? Kann man das nicht irgendwo benutzen, um irgendwas OPs zu bekommen? Lol. Ich hätte einfach hier direkt hochgekonnt. Mann, der Duftzweig war total für den Arsch. Ich hätte einfach hier vorbeigehen können. Ich hätte einfach hier lang gehen können. Skoppel hatte recht. Oh. Ich hatte gefragt, ob man das Asketenleuchtfeuer nicht mal langsam irgendwo benutzen sollte, um irgendwas OPs zu bekommen. Das keinen Sinn macht. Das ist ein Fetter. Okay, wo ist meine Mietklinge hin? Der ist draußen geblieben, der Dummkopf. Apostle respawn damit auch und werden stärker. Ja, das weiß ich. Deswegen meine Frage. Hallo, du Dummkopf. Komm. Ist nicht der hellste, ne? Man verstärkt die Bosse trocken plus 2 Ringe. Ja!
Will ich. Das will ich. Soll ich den Pharos da benutzen? Soll ich den Pharos benutzen? Er ist wieder offen. Damit machst du das Licht an, das will ich. Ich brauche Licht. Nee, ist nur Waste. Nee, Licht ist für mich kein Waste. Aha. Aha, aha. Guck mal, die haben ja so Dinger gefangen. So ein Riesenvieh. So ein Riesenvieh. Mach mal so ein. Was bist du denn? So ein Vieh. So ein kleiner. Hier ist nochmal so ein fetter. Also den will ich nicht sammeln. Hallo! Kommt mal hier ins Blickfeld, bitte. Dumme Viechers. In Aldis Hauptlager? Wie in Aldis? Nein, nicht Stein! Oh Junge, war das knapp. Mach das Steingedöns weg. Das will hier niemand. Ach, als ob der mich getroffen hat.
Hier hat der Bruder vom König experimentiert. Aha. Expelliarmus. Ich hätte da gerne mal ein Leuchtfeuer, muss ich sagen. Oh, der kann sich sogar heilen, krass. Kein Bock, den ganzen Weg nochmal zu latschen. Ich hab's mir auch fast schon gedacht, ne? Boss. Aber hier muss es doch... Also wenn das kein Boss ist, dann weiß ich auch nicht. Aber hier muss es doch irgendwo mal ein fucking... Also ich kann nicht den ganzen Weg hier hinlatschen, immer für mit... Also ich bin irgendwo am Leuchtfeuer vorbeigelaufen, aber zu 1000%. Das kann nicht sein, dass man immer diesen riesen Weg latschen muss. Beli, Skoppel. Gibt's hier irgendwo ein Leuchtfeuer, wovon ich nichts weiß? Ja, gibt es, wusste ich doch. Ich kann nicht den ganzen Weg immer latschen, so I'm sorry. Fossiler Drachenknochen, geil. So, wo ist jetzt dieses verfluchte Leuchtfeuer? Links an der Treppe ist eine Secret Wall.
Ach man, ich hasse diese Secret Vault. Dein ist... Wieder zurück. Da im Zwischenraum. Hier tatsächlich. Tatsächlich. Danke. Geh mal zum Gefängnis mit so und X alles an. Ja, du meinst wahrscheinlich hier das, ne? Ah ja, okay. Haben wir gefunden, haben wir gefunden. Jetzt soll ich erstmal hier reparieren gehen. Vielleicht kann ich meinen Bogen verbessern. Boah, Ringe sind teuer. Yes. Ritualstätte. Ab zum Boss. Boss, Boss, Boss Time. Wieso ist hier wieder zu? Und wieso ist hier alles... Ah, das ist falsche Richtung. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Wächterdrache. So einen habe ich doch schon mal besiegt. Zwei jetzt. Dass er mich immer zweimal trifft, das ist ja frech. Ach Mann! Damit ist die First Try Boss Serie gebrochen. Frech. Nervig und frech. Nervig und scheiße. Mann, den hätte ich easy gehabt, Mann. Fucking Feuer.
So ein Scheiß. Nerv mich übel. Mann, das nervt mich echt. Habe ich nicht einen Ring gegen Feuer oder so? Ja klar, geh direkt in die Luft. I love it. Renn doch! Dass er mich immer zweimal mit dem Feuer trifft, ist voll gemein. Ach, hör auf. Ach komm! Entscheid dich, mein User. Entscheid dich. Scheiß Drache. Noch ein Tod aufschreiben und 10 Liegestütze. Ich hab doch den Tod aufgeschrieben. Wo kommen wir jetzt hin? So, das war jetzt auch schon wieder ein Boss. Viele Bosse können nicht mehr kommen. Viele Bosse sind es nicht mehr. Können es gar nicht sein. Ich habe mal 30 gemacht, auch für die zwei Tode eben. Also wenn ich gegen alle Drachen kämpfen muss, höre ich auf. Lili hatte 6 gesagt, 6 Bosse noch.
Bevor wir den ersten Vendrick besiegt hatten. Nee, komm nicht ganz hin. Es sind mehr. Es sind ein, zwei mehr. Also wie viele Bosse muss ich jetzt noch besiegen? Wie viele Bosse kommen noch? Ich muss doch bald durch sein. Bitte euch. Ach, hier ist eine Seilrutsche. Kann man bestimmt später benutzen, ne? Da ist so ein Duftzweig-Typ. Ich würde sagen, den Rest machen. Also hier geht es später weiter in der nächsten Folge. Ich würde die Folge beenden jetzt. Ich spiele immer noch das Tutorial. Ah. Ich bin auch erst Level 120, 130? 137. Alter. Also weiter geht's hier beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal, liked das Video. Haut rein.